Der Lauf der Jahre. Sie an einem Mittwoch, am 23. März. Ach, die Melancholie, die nützt dir doch schon gar nichts. Nur um in den Papierkorb zu spucken. Das Ende deiner geliebten Wacholder-Schnapsflasche zu beklagen und dich zu entschließen, nicht mehr in dieses schmutzige Kino zu gehen, wo Sedena mit der gefrorenen Nase wie ein Hund auf dich wartet? Ja. Jetzt stehst du sehr spät auf und im Spiegel sieht deine Zunge weiß und bitter aus. Ja, ja. Auch die schmetternden hitlerischen Märsche reichen nicht mehr aus, dein morgendliches Herz aufzustacheln. Es ist typisch für eine Jugend wie deine. Ja, ja, ich meine, eine zu lange, ja? Und auch das Vergessen ist nicht der Sturm, den du dir vorgestellt hast. Nur ein dünner Schleier, gelb gefärbt, der durch sein eigenes Gewicht ins Aquarium der Orchideen fällt. Du wirst eine gewöhnliche Reife haben. Du wirst deinen Kindern das dickste Stück, vom Familiensteak streitig machen, um in dein Leben einen dramatischen Akzent zu setzen. Ja, wirst du, ja, werden dir gewisse Samstage mit Beethoven und Bach ausreichen. Das ist die biblische Glorie. Alle 500 Jahre wird ein Mann geboren, der diesem Gesetz entgeht. Der Rest ist eine Langgelegenheit deines Stolzes, Fata Morganas. Beachtliche Anstrengungen, huiuiuiuiui, mir vorzuwerfen, Rendezvous mit Sedena zu haben, der Stumpfsinn und die Schlaflosigkeit sind die einzige Ursache des Alterns. Ja, mit meiner, ja, ich gebe es ja zu, irritierenden Brillanz und meiner Angewohnheit, erst um 12 aus dem Bett zu steigen, habe ich noch vor, weitere 30 Jahre ein Jüngling zu bleiben. Prost. Danach werde ich zusammenbrechen, wahrscheinlich aus Respekt meinen Söhnen gegenüber. Und auf meinem Grabstein wird falsch und barmherzig stehen, zwischen dem 26. und 27. Lebensjahr, einer Phase, die sich fast auf sein ganzes Leben erstreckte, war er der intelligenteste Mensch der Welt. Dann heiratete er. Der Sozialismus? Nicht übel. Sogar wir Ärmsten haben Toaster, hey, Fernseher, französische Strümpfe, Kleider, die in Paris gerade aus der Mode sind, bezahlte Urlaub, Eisschränke, sehr ernsthafte Träume von kleinen Autos zum nächsten Frühling, ne? Gar nicht lächerliche Reisen mit dem Büro des ausländischen Tourismus. Das einzige Schlechte ist, dass alles in Westdeutschland viel besser ist. Kennst du vielleicht dieses elektrische Trangiergerät? Nee. Ja? Die Chiclet mit LSD? Nix. Lösliche Weinpulver, Präservative mit OP-Zeichnungen. Als proletarischer Dichter hast du dein Recht auf Lächerlichkeit, aber verlange nicht von jemandem, der sich so liebevoll vor dir nackt auszieht, von großen Schlucken Moral zu leben, serviert in Gläsern aus proletarischer Ökonomie. Weißt du, dass ich die Scheidungsklage einreichen könnte? Glänzende Idee! Wegen ideologischer Unvereinbarkeit.
Du brauchst keine Angst vor Worten zu haben. Sage ruhig, wegen seelischer Grausamkeit. Sag's doch. Ich begreife, dass ich die Wirklichkeit missbrauche im Vergleich zu einer Mentalität wie deiner, die nur an die Leidenschaft glaubt. Eines Tages werde ich dich in mein Land schleifen. Bis in mein Land. Den kosmischen Kosmos, den anachronistischen Mikrokosmos, wo sich immer noch Kain und Abel unter dem Tisch Fußtritte geben. Das wird meine dauernde Rache sein. Das letzte Kapitel dieses Liebeskrieges. Deine stolzen tschechoslowakischen Tüten. Ja, verwelken zwischen unbarmherzigen Vulkanen. Ja, sicher. Ja. Dazu müsste man zuerst eine Revolution machen. Ja. Und ich, na ja, also ich meine, mein Arzt. Der Dichter, Schriftsteller, Lyriker, von dem ich diese kleine Szene habe, heißt Rock Dalton. Und mein lieber Heiner, hat mir ja dieses Buch in die Hand gespielt. Heiner, der lange in Lateinamerika war und Spanisch gesprochen hat und auch die Schriftsteller dort sehr aufgesogen hat und ein bisschen mehr abgegeben hat davon. Und ich lerne immer noch weiter. Und dieser Rock Dalton, der gehört dazu. Und der ist 33 geboren, 1933 in El Salvador, wurde dann Kommunist, hat studiert in Mexiko und Chile, wurde dann verfolgt, verhaftet, gefoltert, ist freigekommen, war in Prag, da die Geschichte, und ist dann 1975 in der Revolutionsbewegung und in den Wirren der Revolutionsbewegung ermordet worden von den eigenen Reihen. Also man weiß es nicht mehr als Verräter, also es ist nichts bekannt davon. Und ich möchte aber enden mit einem Text, der kurz vor seinem Tod geschrieben wurde und so aktuell ist wie, ja, wie alles heutzutage. Aber ich ergreife Besitz von allen Geschichten und allen Gesichtern. Nie wird das Herz müde, allen Bewohner der Erde kennenzulernen. Ob schon in allen Ecken die Geschichte von Kain und Abel so alt ist wie der Anfang der Welt. Und in allen Ecken das Gesicht des Teufels und das des Engels wechselhaft und sardonisch erscheint. Ich hätte mir sehr gewünscht, in meinem sicheren Hafen zu landen. Aber es ist wie zu sagen, ins Paradies zu kommen. Trotzdem lebe ich und betrete die Erde, die Winde der Karibik. Birken vage Träume. Und die Welt scheint plötzlich blei zu werden. Es ist notwendig, neue Passatwinde zu holen und in Kauf zu nehmen, manchmal, dass es der Kompass ist, der uns verrückt macht, dass es doch ein Zoll Erde gibt, der auf keiner Seekarte steht. Und einer endet fremd in der Welt gestorben, quer durch ein Feld. So lange habe ich noch nie eingesprochen, aber das soll beim zweijährigen Jubiläum mal möglich sein. 23. März 2022. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wenn ihr wollt, es geht weiter. Es ist notwendig, dass es weitergeht. Für mich. Schlaft gut.
bis morgen.